Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Fresh Start. Wir sind in Polen unterwegs und haben jetzt die Aufgabe, die Kühe in der Not zu unterstützen. Das machen wir natürlich auch, aber erst einmal arbeiten wir uns hier Stück für Stück nach vorne. So wie wir das halt immer machen. Ich habe jetzt gleich schon wieder die Z-Taste frei, ey. Das ist ja... ein Träumchen ist das. Aha. Prozent haben wir jetzt schon. Das geht sehr, sehr schnell. So, das Bäumchen hier noch. Hier noch einmal. Da ist der besagte Camper. Den reinigen wir natürlich auch mal eben. Und ich kann hier auch mal eben unsere Helferlein hinschmeißen. Oh. Ups, Wasser rausziehen, nicht reinschießen. Nochmal den ganzen Schmutz weg. Da brauchen wir Hölzchen für. Ah, ich liebe diese Welle, die ist echt cool. Machen wir hier hinten weiter. Können wir uns auch schon das erste Ereignis angucken. Die Farben werden besser, unten der Schmutz, also die braune Fläche wird eher mehr grün, klarer. Das Wasser verändert sich zum Positiven. Und wir haben schon die nächste. Nee. Diese Stufe haben wir noch nicht. Wurde nur gerade wieder verwirrend angezeigt. Es ist nicht mehr ganz so matschig braun hier. Eichhölzer. Mal da auf. Hier irgendwie. Okay, unser Bot hat's wegbekommen. Ich im Buggy manchmal. Richtig, richtig cool.
Salat kriegt ihr. Und ihr werdet natürlich auch gestreichelt. Braves Kuhlein. Ja, feine. Du feine bist du. Haben wir leider keinen Salat mehr. Müssen wir gleich weitermachen. Nächste Stufe schon wieder freigeschaltet. Und gleich mal gucken, aber ich werde hier noch einmal Z drücken. Nein, kein Wasser mehr. Und nicht Z. Erstmal wieder Wasser holen. Wir können mal N drücken, gucken, was haben wir denn jetzt hier in der Natur geschaffen. Wird noch grüner. Weiden werden saftiger für die Kühe. Wunderbar. Das sieht doch langsam schön aus. Kannst du da eben machen? Da komm schon, Skill. Lass mich arbeiten. Oder du arbeitest mal bitte für mich hier. Nice. Oh, irgendwie halb auf dem Baum hier gewesen. Haben wir jetzt auch erledigt. Nehmen wir ein bisschen Wasser raus. Ah, hier ist noch was. Oh, da vorne ist noch mehr. Andere auch. Errungenschaft Hovercraft. Haben wir ja schon mal das erste. Bitte, wenn ich die andere auch habe, werde ich die Dinger nicht mehr nutzen. Dürfte ja nicht viel fehlen. Ich habe ja den einen oder anderen vielleicht mehrfach benutzt als den anderen, aber der Unterschied ist ja nicht so groß. Einmal die Reihe durch. Wunderbar. Okay, dann holen wir unsere Kollegen hier nochmal eben ab.
91%. Also mit dem jetzigen Skill da, ey. Meine Fresse, das geht richtig schnell. Ey, da fehlt uns noch was. Aber jetzt nicht. Doch, das war das Falsche. Ups. Na gut, da fehlt uns halt immer noch was. Kühe. Mal durchstreicheln und füttern. Ja, damit hätten wir auch das erledigt. Eben wieder da arbeiten und versuche jetzt das mal aufzubauen. Seile, ja. Holzbrücke müssen wir hinten noch reparieren. Die nächste Naturstufe haben wir. Und unseren Hurricane, da haben wir jetzt auch wieder am Start. Oh, die nächste Naturstufe. Der Storch, gar nicht, wie auch immer, jetzt auch am Start. Das ist ja ein Storch, glaube ich. Ein Vogel. Und kümmern uns dann jetzt mal um den Rest noch. Kann ich die denn streicheln? Habe ich da überhaupt dran? Nein, die sind alle so weit hinten, da komme ich nicht an. Die wollen nicht angefasst werden. Okay, ich kann es verstehen. Haben die gar keinen Bock drauf. Ja. Stimmt, ne? Hier. Warte mal, hier steht ja. Bessere das Kopfsalat, Saatgut und füttere die Krähen damit. Da waren Kühe, aber okay. Stimmt. What the fuck? Ja, das ist wohl wahr. Ich weiß nicht, ob man Level auch nochmal wiederholen kann, wenn man das möchte. Ist eigentlich eine gute Frage, weil sonst ist ja ein bisschen doof, ne? Hoffe doch. Ich hab da jetzt nicht nachgeguckt. Denke mal aber schon. Man konnte ja, glaube ich, die anderen Regionen wieder anklicken. Usch, gerade war noch Müll. Nein, noch nicht H drücken. Ich will jetzt eigentlich hier, dass das mal langsam fertig ist. Im Skill. So, das hier und das hier. Da müssen wir jetzt 5000 sparen. Für den Zyklon. Feuer gemacht. Jetzt haben wir Feuer gemacht. Über den Camper. Oh. Ist ja irgendwo da. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Dann. Geil schön. Ist noch. Hallo? Was?
überall fest. Perfektionist-Errungenschaft. Ist das dann wohl hier die letzte Mission? Das muss ja dann wohl die letzte Mission sein, ha? Perfektionist. Ja, wir haben alles fertig. War auf jeden Fall noch irgendwas mit den Kühen eine Errungenschaft, ne? Mal eben gucken, was war das? Eine Kuh auf dem Skateboard. I'm human. Ist nicht in dem Level. Achso, okay. Ja gut, dann mal raus hier. Wir haben es geschafft. Schön. Eine kleine Ruhepause haben wir uns verdient. Mit einem schönen Feuerwerk am Himmel. Und alle Tiere haben sich hier versammelt. Und sind unsere Freunde geworden. Wir haben allen geholfen. Glücklich und zufrieden und vor allem in gesunder Umgebung zu überleben. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Tiere gerettet und die Natur geheilt. Danke, dass du Fresh Start gespielt hast. No Place Like Home Errungenschaft. Ja, und No Place Like Home ist vielleicht auch ein Spiel, was wir uns mal anschauen werden. Ein ganz kleines, süßes Team. Ein schönes, kleines Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mehr als ich dachte, tatsächlich. Es ist halt eine Abwechslung. Ja, vorhin war also das letzte Level. Ich werde das dann privat noch ein bisschen spielen für die Errungenschaften, weil da fehlt nicht mehr viel. Ja, das ist eigentlich so erledigt. Ich bin bei 86%, also letzten, das ist ein Witz, das kriege ich dann noch schnell hin. Aber fürs Let's Play soll es das gewesen sein, denn ja, das war jetzt das Game. Wir haben alles geschafft, wir haben alles durchgespielt. Wie gesagt, ein schönes kleines Spiel, wenige Stunden Spielzeit, was für zwischendurch nicht am Stück vielleicht zu spielen, weil dann ist es doch ein bisschen monoton. Aber wenn jeden Tag mal so 2-3 Missionen macht oder vielleicht nur 2 oder nur eine, dann ist das eine schöne Abwechslung am Tag. Kommt mal ein bisschen runter zum Abschalten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Link des Spiels ist unten in der Beschreibung. Die Beschreibung unten. Und da könnt ihr es kaufen, wenn ihr wollt. Kostet, glaube ich, nur 6 Euro. Und von den gleichen Entwicklern ist auch das No Place Like Home. Vielleicht werde ich das auch noch spielen. Mal gucken. Denn ich will ja, bis The Long Dark kommt, noch ein bisschen Überbrückungszeit haben und vielleicht wäre da noch was zwischen. Mal sehen, das überlege ich mir noch. Aber das war's jetzt erstmal mit Fresh Start an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben und ein Abo. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Game und hättet ihr auch Bock, No Place Like Home zu sehen. Ich bin raus, bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dahin. Tschüss!